Weiter geht's in der Universität von East Colorado. Wir sind auf dem Weg ins Labor. Ellie wartet unten bei Phallus, ihrem Lieblingshengst. Und wir schleichen hier rum auf der Suche nach französischen Austauschstudentinnen. Finden aber keine, die nicht schreit und kreischt, obwohl das wäre kein Hinderungsgrund. Ich mag sie gern schreiend und kreischend, aber leider sind sie ansteckend. Man holt sich ja alles Mögliche an den Studentinnen. Hodenhochstand, Syphilis, Gonorrhoe, alles. Wir haben es bunt getrieben. Wie es aussieht. Wow, ist das Schminkzeug oder ist das Drug Paraphernalia? Ist die Frage. Kann man jetzt nicht mehr sagen. Ich drücke einfach auf Y. Wie viel es geht. Leer. Hier war schon mal eine Studentin. Aber sie ist ausgeflogen. Hier kann man gleich durchgehen. Das ist praktisch. Nebenan ist gleich der Student. Hier die Studentin. Nein, das ist das gemeinsam benutzte. Mal den Controller shaken. Das Licht nicht ausgeht. Das sieht aus wie so ein Behälter, den man aufnehmen kann. Bitte gib mir doch Alkohol, Mann. Sei doch so gut. Ich brauche ein Medkit. Mir geht's nicht gut. Ich habe zwar zwei, aber will drei. Nimm zwei ist mir schon lange nicht genug. Ich brauche nimm drei. Nimm zwei war gestern. Heute ist nimm drei und gib vier. Nimm zwei und gib drei. Geben ist seliger denn nehmen. Gibt Suchaktion auf. Das war ein Fehler. Sie hätten weiter suchen sollen. So wie ich. Ich bin der notorische Sucher. Aber leider kein Finder. Ich suche gerne, finde aber nichts. Sind wir hier im Kreis gelatscht und ich habe nichts gefunden. Nichts wirklich Wichtiges. Oder zumindest nichts, was ich verwenden kann. Denn mir fehlt Alkohol. Damit ich das Band nehmen könnte. Gingen kann ich nicht, weil ich noch ein Messer habe. Ein Bruchstück von dem Messer. Sprengstoff könnte ich machen. Ja, mach mal Sprengstoff. Dazu brauche ich aber Scheren und jetzt geht wieder kein Messer mehr. Ein Band habe ich dafür auch keines gebraucht, also. Ich weiß auch nicht, was ich falsch mache. Irgendwas mache ich grundlegend falsch. Sonst würde mir nicht dauernd die Teile ausgehen, die ich brauche, und finden tue ich nur Teile, die ich nicht brauche. Ich hasse es. Ah, nichts weiter. Mir geht's gut. Nur ein paar französische Austauschstudentinnen, die von mir abbeißen wollten. Die wollten mein bestes Stück anknabbern, aber ich hatte was dagegen. Oh, ich verstehe. Ich schalte da an, dann kommen die Zombies und ich muss alles abwehren. Uiuiui. Wenn man das natürlich schon weiß, wo sie kommen werden, könnte ich Bomben platzieren, aber so tue ich mir schwer. Was mache ich dann? Ja, das wird nicht so leicht sein. Wahrscheinlich. Ich meine, ich vermute es. Das ist passiert. Achso, das ist ja gar kein Krater, oder? Achso, da lang. Ah. Da ans Kabel anschließen. Aber jetzt geht die Hölle los wahrscheinlich. Sag, dass es nicht so ist. Und? Drück! Achso, ich muss erst einschalten, sorry. Ja,
Gleich geht's los. Geht ja nicht. Doch, ist es ruhig. Ah. Versuchen wir es mal. Ja. Ah, okay. Nichts passiert. Es ist noch friedlich. Los. Nein, ich will nicht aufsteigen. Waren das Fireflies? Schalt den Generator wieder ab. Wir müssen Strom sparen. Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es Infizierte so nah beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Da liegt was. Ja, das verstehe ich. Scheren? Ah, Alkohol. Ich liebe es, dass ich abgestiegen bin. Wir machen gleich mal ein Medkit, ha? Geht sich nicht aus. Scheiß ein Dreck. Ich will mich aber auch nicht heilen. Weil ich immer noch hoffe, dass ich geheilt wäre während einer Cutscene. Meistens oder manchmal kommt man aus den Cutscenes voll geheilt wieder raus. Dann hat man sich mehr oder weniger ein Medkit erspart. No? Das war schon zweimal der Fall. Also wieso nicht nochmal? Ich könnte da jetzt noch zurück. Hätte ich jetzt Alkohol gehabt, hätte ich mich geheilt, dann wäre ich zurück, hätte das Band geholt und so weiter. Alles wäre Palette gewesen, der Himmel wäre voller Geigen gewesen. Und so, alles im Arsch. Der Himmel ist voller Scheißhäuser und Klobrillen, nicht voller Geigen. Vielleicht Arschgeigen. Und nun? Ah, das müssen wir wieder den Hüpf machen mit dem Pferd. Das Pferd ist ihm wurscht, wenn es ihm den Hansemann wegreißt. Den Riesendildo. Aber sein Eiwerk ist ihm zu schade. Wegen dem Stacheldraht. Gemein, Joel, bist du. Gemein. Nächstes Areal. Nix. Auch nix. Mit dem Pferd kommt man nicht überall ran. Auch keine nix. Wache. Kein gar nichts. Ja, das ist eigenartig. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Gehen wir rein. Wo? Wo ist der Eingang? Da sehe ich was. Das ist ganz schön groß, das Areal hier. Hier sehe ich Alkohol und Scheren. Jetzt könnte ich ein Medkit machen. Warst du an so einer Schule? Ja, ich glaube, ich mache eins. Das heißt, ich heile mich. Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Sehe ich aus wie ein Student? Sehe aus Sarah wie kam, einer von den drei Stooges. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Meinungsverschiedenheiten. Sie wollte mehr, als ich ihr geben konnte. Pausenlosen Beischlaf, Tag und Nacht. Das wurde mir dann zu viel. Mein Haupthaar ist mir ausgefallen und so kam es zur Trennung. Das ist nur eine Vermutung. Hätte auch anders sein können. Ich weiß es nicht. Ich reihe mir halt meine Sachen zusammen, wenn ich mir den Joel so anschaue. Er ist frühzeitig ergraut. Was kann da sonst schuld sein? Als eine Frau. Ich luter wieder zu Fuß. Wie in alten Zeiten. Ah. Barrikaden. Widerstand. Studenten finden immer einen Grund für irgendeine hirnrissige Demonstration. Irgendwas fällt ihnen schon ein. Hauptsache, sie können demonstrieren. Das ist die Lieblingsbeschäftigung. Aber ich finde den Eingang nicht.
Vielleicht muss man studiert haben, um den Eingang zu finden. Oh. Teile. Und das? Eines dieser Gerüste. Das bringt mich auf Gelüste, dass ich darauf klettere. Geht das? Nein, geht nicht. Das ist zu viel Dickicht. Komme ich nicht mehr raus? Scheiße. Fast wäre ich im Dickicht gefangen gewesen. Wie in einer Venusfliegenfalle. Das wäre peinlich. Das ist mir zu mühsam. Jetzt mal aufs Pferd rauf, Pferd runter, Pferd rauf. Dann sagt er wieder, rutsch rüber, rutsch rüber. Bleibe ich lieber auf meinen zwei Beinen. Ein Pferd, das hat vier Beine. An jeder Ecke einer. Der gar fünf Beine hat. Ausflippend. Ja, der gute alte Fredel Fesel. Gott hab ihn selig. Oder lebt er noch? Nein, ich glaube nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, Firefly. Das sollten wir. Das sollten wir? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Worauf bezog sich das? Moment. Ich muss kurz was schauen. Okay. Einen kleinen Moment noch. Joel, jetzt bin ich wieder bei dir. Okay, weiter geht's. Wir sind auf dem Weg ins Labor. Oral et ana, laboral. Und wir haben noch keine Menschenseele getroffen. Nur blutjunge Austauschstudentinnen, Notgeile, die mein bestes Stück auffressen wollten. Aber sonst ist uns auch nichts über den Weg gelaufen, was aus Fleisch und Blut war und noch mit klarem Verstand, mit Hirn. Obwohl, das trifft eigentlich alles auf Studenten auch zu, aber da müssen wir drüber hüpfen. Zumindest waren es keine Forscher. Kann ich jetzt pfeifen nach dem Phallus? Ellis Lieblingsross? Wo ist Phallus? Schiss, shit. Phallus ist durchgegangen mit Elli drauf. Nein, da steht er. Braves Pferdchen. Was ist das? Das Atomikum. Das steht doch in Brüssel. Wie heißt das? Kann ich das rollen? Wie ein Pillendreher. Und überall diese Hochstände. Aber unbesetzt. Komisch. Eigenartig. Gut Deutsch. Wir steigen auf und... Rutsch mal. Wisst ihr, rutsch mal, rutsch mal. Rutsch mit dem Buckel runter, wird sich das Phallus denken. Recht hat er. Ist hier noch was? Moment, ich muss schauen. Ah, da kann ich was schieben. Schau mal. Das ist wieder Essen auf Rädern. Last of Us Style. Wo muss ich das hinschieben? Was ist denn das? Ah, die Big Horns. Big Horny. Gulli. Ein Hintereingang, der ist sicher zu. Ja, zu. Hey, wie wär's da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Ja, da drüben ist der Eingang. Da müssen wir die, das Essen auf Rädern rüberschieben. Die Mülltonne. Kannst du nicht schneller laufen? Das ist ja der Schweinsgalopp. Hör dir das an, Joel. Ist hier noch was? Auch nichts, nur Müll. Dieses Jahr fressen wir die Mülltonne nicht leer. Wirst ja. Da ist schon wieder so ein Big Horns Wappen. Aber sonst nichts.
Gut, dass ich jeden Quadratzentimeter absuche. Trotzdem nichts finde. Wo muss ich das jetzt ranschieben? Darf ich das auch erfahren? Da ist ja nichts. Das ist zu. Zugerostet. Achso, da drüber. Ganz einfach nur übers Gitter schieben. Ach, vielleicht kommen wir rüber. Ranschieben und drüber klettern. Jetzt musst du Fallos zurücklassen. Oh. Das ist aber ewig schade. Ich kaufe dir dann ein Pferdemagazin. Da hast du dann riesige Hengstprügel drinnen. Kannst den ganzen Tag bewundern. Aber Fallos müssen wir leider zurücklassen. Oh! Ups! Wir müssen Fallos doch nicht zurücklassen. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Mit Gewalt geht alles. Ah, sie hat Fallos freiwillig zurückgelassen. Sie ist noch nicht so weit. Noch nicht reif genug für Fallos. Aber was? Auch nix. So. So. So, so. Und so. Was? Ach so, ich muss weiterschieben. Ich verstehe. Ist egal. War keine Zeitverschwendung. Ich hätte sowieso alles abgesucht. Nochmal. Und hoch das Bein. Muss ich ihr helfen? Nein. Das kann sie ganz allein. Ah, Solar. Sehr lieblich. Was ist das? Ah, ich dachte schon Blutflecken. Ja, es ist ein Ahorn. Ahorn und B-Horn. Ist C-Horn. Das war der Satz des Pythagoras. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Wir sind drin. Das ist ja einfach. Sehen wir uns um. Gut, wir sehen uns um. Aber in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.